Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Jurassic Park The Game. Ja, beim letzten Part ist leider was nicht so Geiles passiert. Oscar ist leider von uns gegangen. Er hat sich wirklich geopfert für uns, damit wir hier weiterkommen können. Und sein Opfer soll nicht umsonst gewesen sein. Aber jetzt beginnen wir mit der Leichenuntersuchung, weil wir haben auch im letzten Part eine Leiche entdeckt. Falls ihr den letzten Part verpasst habt, schaut doch mal da gerne rein. Und nicht vergessen, lasst doch gerne ein Abo und ein Like da, falls euch das Ganze hier gefällt. Na gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Let's go. Warte. Gut, dann. Naja, dann gucken wir uns das mal an. Und zwar, naja, wie wäre es mit den Kleidung Armen? ähnelt ihrer, Billy. Hat er ein Tattoo auf dem Arm? Dasselbe wie ich? Ja, Ja. tatsächlich. Scheiße, ist der nicht gut gelaunt. Können das DK sein? Ah, was ist denn da? Seine Oh Augen. Gott, er lebt! Sein Puls ist schwach, aber spürbar. Suchen Sie nach Bissspuren. Bissspuren? Hier! Sie sehen genauso aus wie... Die von Nima, ich weiß. Er lebt, aber nur theoretisch. Er ist gelähmt und mit ziemlicher Sicherheit hirntot. Die letzte Phase des Gifts. Okay. Aber was zur Hölle war das denn, was ihn so hingerichtet hat? Die Trodons? Die Raptoren? Na, die Raptoren glaube ich Laura. nicht. Ah ja. Das ist wirklich ein Nest. Der Aufbau hat mich an einen Kasuaren- oder Emu-Nest erinnert, aber ohne Eier war ich mir nicht sicher. Ja, aber sie sind in ihm drin. Vor 5 Minuten hätte ich Ihnen noch erzählt, dass sowas nur unter Insekten üblich ist. Aber jetzt... Laura, er Eine ist neue ein Entdeckung. Mensch. Tut mir leid, Sie haben völlig recht. Was zur Hölle ist da drüben los? Ist er jetzt tot oder nicht? Tagebuch habe ich Nicht halt, okay. tot, aber komatös. Irgendwas hat Eier in seinem Bauch abgelegt. Was? Das Opfer wird am Leben gehalten von einem... Decaf! Wie bitte? Das Opfer heißt Daniel Cafaro. Noch mehr Kanonenfutter. Mein Gott, ich wusste, dass Sie entwischt sind, aber ich hätte nie gedacht... Sie wussten hiervon? Sie wussten es? Ich bringe Sie um! Das ist genauso, wie ich dachte. Naja. Naja, auf geht's zur letzten Episode. Und zwar Jurassic Park. Episode 4. Die Überlebenden. Das wird spannend. Hey. Billy, lassen Sie sie Billy, los! halt! Lassen Sie sie Gehen los! Sie mir aus dem Weg! Was machen Sie denn? Ich denn? warne Sie, bleiben Sie mir fern! Handeln Sie nicht unüberlegt! Hey, mach Seien doch Sie was! still! Seien Sie still! Billy, meinst du ernst? Sagen Sie es uns, Doc, was ist da draußen? Was hat ihm das angetan? Tro. Sie heißen Trodon Pectinodon. Sie sollten eingeschläfert werden, aber... Was, Sie haben sie freigelassen? Nein, ich habe sie in Quarantäne gehalten, um sie zu studieren. Ich vermutete, dass sie irgendwie das Gehege verließen, war Also mir die aber nicht Trodon. sicher. Sie wussten die ganze Zeit von all diesen verdammten Kreaturen da draußen, die nach unserem Piloten suchen. Billy, warten Sie! Wir wurden fast von einem unserer eigenen Männer getötet. Wahrscheinlich war er von einem dieser Dinger gebissen worden, genau wie Decaf. Weiß der Geier, was aus ihm geworden ist. Unsere beiden Teams sind tot. Oscar ist tot. Alles wegen ihrer Dinosaurier. Alles ihretwegen. Naja, so würde ich es jetzt nicht sagen, weil sie... Also gut, es ist schon dumm gewesen, dass sie die Trodons nicht einschläfern lassen hat, sondern in Quarantäne gesteckt hat, aber... Diese Viecher. Ich verstehe das. Sie sind wütend. Aber wir brauchen Laura. Sie ist die Einzige, die genug über die Gefahren weiß. Und was bringt es uns, wenn sie diese Informationen für sich behält? Jedenfalls ist diese Hexe eine Lügnerin. Sie hat uns alle belogen. Hat mich in Gefahr gebracht, nur um ihre Agenda und ihre kostbare Freakshow zu beschützen. Was verbirgt sie sonst noch? Bitte, wenn ich vorher... Ah, Schnauze. Oh. Ah, wir sollten niemand mal fragen. Oh. Was für eine Art Soldat sind Sie?
Sie denken nur an die Gefahr, mit der Sie es zu tun haben. Aber wir stecken alle hier drin. Wir haben es aber leichter, wenn sie nicht mehr jeden unserer Schritte gefährdet. Naja, das alles. Sie ist eine Lügnerin. Das kann keiner abstreiten. Naja, sie gefährdet jetzt uns jetzt hier alle nicht wirklich. Also, naja, keiner hat gefragt wirklich. Und davor hatten wir auch diese Tiere kaum getroffen. Außer Nima vielleicht, am Anfang. Inwiefern hat sie gelogen? Weil sie uns keine Informationen gab, ohne genaue Fakten zu kennen? Sie hätte ja spekulieren können. Nein. Spekulation hätte uns nur noch mehr in Gefahr gebracht. Wie jetzt? Das stimmt. Ich bin der Böse. Ich will euch doch nur die Augen öffnen. Ich will euch die Wahrheit zeigen und jemanden zur Rechenschaft ziehen. Billy wird verrückt. Sie sind der Böse. Oscar hat sich geändert, aber sie sind all das geworden, wofür ich ihn hielt. Und sie stehen kurz davor, auch noch zum Mörder zu werden. Ich muss mir hier gar nichts anhören. Sie muss endlich Verantwortung übernehmen. Injet ist hier der Feind. Sie haben die Insel ruiniert, diese Monster erschaffen. Soll sie jetzt für das zahlen, was Injet angerichtet hat? Ja, definitiv nicht. Nehmen Sie das Messer weg. Wir müssen alle zusammenarbeiten. Alles, was sie sagen muss, ist, es war meine Schuld. Kommen Sie doch. Spucken Sie es aus. Nein, es war sagen nicht... Sagen Sie es! Oh, scheiße. Ist sehr aggressiv. Es war meine Schuld. Damit ich ins Smoochen komme? Ja, also, war doch gar nicht so schwierig, oder? Ihre Freunde mögen sie gerettet haben, aber immerhin habe ich die Wahrheit aus ihnen herausbekommen. Ihr wolltet sie lebendig, ihr könnt sie haben. Oh Gott, ey, das war knapp. Denkt an meine Worte. Sie wird eher eins dieser Tiere retten, bevor sie für einen von euch einen Finger krümmt. Okay, wir sollten uns alle nützlich machen. Ich kümmere mich um Decaf. Ja gut, na dann an die Arbeit. Wir geben Billy eine Minute und schauen, ob wir was Nützliches finden. Vielleicht einen Ausweg. Okay, wir überprüfen den Raum und melden uns, wenn wir fertig sind. Einverstanden? Na dann, auf geht's. Wie wäre es, wenn wir da rausgucken? Ich kann nichts sehen. Könnte sicher sein. Könnte. Aber ob es ist, ist ja die Frage. Weg von der Tür. Da gehen wir nicht mehr raus. Warum nicht? Weil wir nicht zurückgehen und weil das, was diese Dinos erschreckt hat, noch da sein könnte. Naja, es sind ja die Troodons. Da sind uns die Hände gebunden. Ja, wie... Doch. Ey, ich will hier gucken. Ah, der Lüftungsschacht wieder, oder? Ich will nicht mit einem Dinosaurier in einem Lüftungsschacht stecken. Außerdem ist der überall Blut. Au, heiß! Da hat Dr. Harding wohl gerade wehgetan. Zugeschlossen. Scheiße. Dann gucken wir doch mal. Das sieht doch genau perfekt aus. Na toll, abgesperrt. Hat zufällig jemand den Schlüssel? Was machen wir denn da jetzt ja bloß? Mit dem Gitter hier sieht groß genug für uns alle aus. Ja. Scheint in die richtige Richtung zu führen. Wie ein Zombie. Billy, wir sollten Decaf abdecken. Ich will nicht, dass Jess das sieht. Ja. Können wir mit Billy reden? Alles in Ordnung? Jess, lass ihn in Ruhe. Der Blicke töten können, warte mal. Sicher, dass ich alles hier durchsucht habe? Ja, vielleicht können wir noch ein Gespräch anhören. Wenn dieser ganze Ausflug irgendwie dazu dienen sollte, mich vom Ladendiebstahl abzuhalten, Ziel erreicht. Können wir mit dem guten Jerry kurz nochmal gucken? Ist hier irgendwo ein Feuerlöscher? Ach nö, da oben ist was. Was haben wir denn da so Schönes? Ein Satz Leuchtfackeln. Die könnten nützlich sein. Definitiv können sie das. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal dahin. Vielleicht können wir es mit den Feuerlöscher machen, weil da ist ja ein gutes Schloss. Oder den Spaten. Nehmen wir den Spaten.
Nehmen wir den mal. Huele a excremento. Ich verstehe kein Wort. Ich glaube mal, sie hat irgendwas mit Scheiße gelabert, dass das im Scheißschippen ist. Ich glaube, sie sind leer. Sie sind aber trotzdem schwer. Jerry, wir sollten aufbrechen. Ja, alle bereit? Ja. Jetzt ist nicht die Zeit zum Trauern. Wir müssen weiter. Vielleicht sollten... Sie hat recht. Na, Billy zeigt Vernunft. Aber naja. Ich kann ja auch verstehen, warum er gerade so ist. Was ist denn das? Billy, haben Sie was gefunden? Nein, nichts. Sind alle bereit? Was ist mit Decaf? Das habe ich erledigt. Es sah so aus, als ob sie sich was genommen hätten. Wenn er was bei sich hatte, das uns helfen kann. Ich habe nichts gefunden. Nur seine Erkennungsmarke. Was hat er denn da aufgehoben? Die Versicherung zahlt seiner Familie nichts, wenn ich sie nicht zurückbringe. Zufrieden? Na gut. Entschuldigen Sie meine Zweifel. Sollen wir ihn mitnehmen? Wozu? Er ist doch schon beerdigt. Ich weiß, wo seine Leiche ist. Wir können sie nicht transportieren. Wenn das alles vorbei ist, können wir seine sterblichen Überreste hoffentlich bergen. Zugehört. Alles, was gerade passiert ist, vergeben und vergessen, ja? Doc, erklären Sie mir das mit den Telefonen nochmal. Dem Terminal in meinem Labor zufolge sind die Telefone in der Meeresausstellung noch mit dem Sendeempfänger verbunden. Die im Besucherzentrum... Zu weit weg. Können wir durch die Tunnel zur Meeresausstellung? Sie sind alle miteinander verbunden. Ich müsste in der Lage... Also, ja. Danke sehr. Na gut, wir haben hier alle die gleichen Prioritäten. Wir müssen zur Meeresausstellung und das Telefon finden. Dann rufen wir uns einen Hubschrauber, der uns hier rausbringt. Wie sollen wir da hinkommen? Die Trodons sind immer noch da draußen. Wir können keine weiteren Bisse behandeln. Wir müssen... Psst. Lassen Sie mich ausreden. Die Tür. Oh, sie sind da. Oh nein. Oh nein. Dad! Sie kommen durch die Lüftung. Was machen wir jetzt? Machen wir das gut? Komm schon! Ah, Gott, hat er mich erschrocken. Was? Alter. Ein Bissen? Ja gut, sie sagte ja aber auch. Wir können keinen weiteren Bissen behandeln, also nochmal. Nimm die Scheiße, Schaufel! Hier, friss! Deinen eigenen Dreck! Da rennen sie. Sie kommen an der Tür vorbei. Gott. Du kommst ja nicht. Jerry, öffnen Sie das Gitter. Ich bin dabei. Ich muss mit irgendwas das Schloss aufbrechen. Dann nehmen Sie dieses Irgendwas. Was? Benutzen Sie die Pressungsplatte, sie ist zwerungstabil! Perfekt, wo ist sie? Da! Komm! Jerry, beeil dich, geh nicht normal! Alter, die Viecher töten uns sonst! Los! Nein! Scheiße! Komm! Zack, und jetzt komm! Hau rauf! Was ist mit denen? Geben Sie mir eine! Okay, perfekt. Achtung!
Oh, hey, ich hab doch... Nein! Wie asozial! Wie asozial ist denn das? Und dann hat es... Also ein Köder und dann war es oder wie? Nein! Gott, es ist echt nicht... Okay, komm. Achtung! Jetzt aber. Du bist dein eigener Dreck! Und jetzt... Ach, nicht nochmal. Komm, Jerry! Mach's kaputt! Jawohl! Ich wurde genug gemobbt von den Viechern. Los geht's! Jetzt verpiss dich! Du kleiner Scheiße! Jetzt! Auf Gas stehst du nicht so gern. Jetzt! Hau ab! Jetzt! Ma! Jetzt! Jetzt! Jawohl! Hau ab! Los, Billy! Oh Gott. Wurden wir gemobbt von diesen Viechern? Oh nö! Jetzt geht es weiter hier! Oh nein! Wo entlang, Laura? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wir müssen Richtung Norden. Jetzt! Verflucht, wo sind wir? Wir müssen falsch abgebogen sein. Oh nein, oh nein. Ja, also... Sorry, dass ich mich falsch orientiert habe, okay? Mann! Oh nein, wo entlang, Laura? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wir müssen Richtung Norden. Schon wieder? Hä? Was mache ich denn falsch? Hä? Okay, warte, ich drücke aber mal jetzt nichts. Ich drücke aber mal nichts. Ich glaube, das wäre das Beste. Ja, komm, ich hab schon wieder Bronze hier. Oh nein, wo entlang, Laura? Ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Wir müssen Richtung Norden. Hallo, Captain. Welche Leitung führt zum... Kommt, Leute, sie sind immer noch hinter uns her. Die Entsalzungsanlage. Da ist die Meeresausstellung, da. Folgt der roten Leitung. Auf nach rechts! In Bewegung bleiben! Nicht umdrehen! Das hält uns nur auf! Ah! Die roten Kabel, hat sie gesagt. Da sind die grünen. Da, die roten. Die Leitungen sind weg. Nicht anhalten! Moment, das sind Wasserrohre. Los, ihnen nach! Okay, wir haben es geschafft, jetzt wahrscheinlich. Bitte. Oh nein. Wo lang, Laura? Ich weiß nicht, Jerry. Wir sind mindestens 10 Meter unter der Erde. Ich weiß nicht, wo wir sind. Naja, wir können hier nicht herumsetzen und Däumchen drehen. Ich höre sie nicht mehr. Vielleicht war es Territorialverhalten. Und wir sind weit genug weg vom Nest und sie haben uns aufgegeben. Vielleicht haben wir sie abgehängt.
aber wir sind nicht gerade an einem sicheren Ort. Wo entlang, Doc? Gute Frage, ich habe keine Ahnung. Sie die Laser? Möglich, wenn ich... Ja, okay. Wir sind an einer Kreuzung mit 4 Gängen. Es gibt nur diese 4 auf dem Plan. Ich muss nur schnell die Symbole entschlüsseln. Okay, wir müssen einfach herausfinden, an welcher Kreuzung wir uns befinden. Wir müssen in den Gängen charakteristische Merkmale suchen. Dann kann ich Möglichkeiten ausschließen. Vielleicht kann ich mit den Plänen helfen. Sieht ziemlich einfach aus. Also, na dann. Dann, Jerry, dann erzähl uns doch mal, was siehst du hier? An der linken Wand entlang verläuft ein großes gelbes Rohr. Weiter hinten kreuzt es dann die Decke. Mhm. Auf der rechten Seite ist eine Leiter. Ganz hinten an der Wand auch. Der Gang scheint rechtwinklig auf einen anderen zu stoßen. Rechtwinklig, okay. Und dann hinten? Am Ende des Gangs sind irgendwelche Wasserspeicher. Okay, gut. Der folgt nach rechts, der Gang. Das wäre, glaube ich, am wichtigsten. Okay. Das sind 2 Leitern auf der linken Seite des Tunnels. Auf der linken Seite des Tunnels. Der Tunnel verläuft gerade und knickt dann rechts ab. Also beide nach rechts. Auf der rechten Seite sind 2 elektrische Schaltkästen oder sowas. Okay, gut, dann Billy, dann erzähl du mal was. Zack, komm. Okay. 3 gewinnt, ja. Den Korridor runter sind auf der rechten Seite ein paar Wasserspeicher. Die Wasserspeicher bei Billy. Der Tunnel hier endet nach ein paar Metern in einer Sackgasse. Also in einer Sackgasse, okay, alles klar. So. Ich glaube, es ist tatsächlich B, würde ich sagen. Was meinst du, Jess? Die da? Klar. Ich sage das. Ich werde die hier jetzt streichen. Okay, ich hoffe, sie haben recht. Okay, die können wir ausschließen. Okay. Ich glaube nicht, dass es die ist. Wie können Sie sie auseinanderhalten? Okay, alle mal zuhören. Ich glaube, ich hab's. Sicher? Sind Sie sicher? Nein, aber ja. Ganz sicher. Das wird so schief. Moment, das stimmt nicht. Auf den Plänen sah unsere Route anders aus. Wir haben einen Fehler gemacht. Wir können jetzt nicht mehr zurück. Und jetzt, hä? Oh nein! Dad! Und jetzt sind wir tot. Fuck. Hä, aber warte mal. Das wird nicht so geil. Das ist nicht so toll. Also, warte mal. Also, der Dienstleiter verendet am Ende. Warte mal, gucken wir mal kurz, welche Pläne wir haben. Beenden sie denn alle in einer Sackgasse? Ja, alle enden in der Sackgasse. Warte. Nein. Oh, ich will das nicht. Ah! Was meinst du, Jess? Die wahrscheinlich nicht? Ja, glaube ich auch nicht. Okay, nochmal Billy. Fragen wir nochmal Billy. Der in seiner Sackgasse, das ist wichtig. Also, warte mal. Am Ende Da ist eine Leiter am Ende des Ganges. Am Ende des Ganges, so. Der Tunnel hier endet nach ein paar Metern in der Sackgasse. Und dann... Den Korridor runter sind auf der rechten Seite ein paar Wasserspeicher. Auf der rechten Seite, okay, warte mal. Dann gehen wir mal auf ihre Sicht. Also, auf der rechten Seite. Tatsächlich ist B tatsächlich falsch. Ja, richtig, gut. Endet. Okay, gut. Wie gesagt, also Ende. Auf der rechten Seite. So, und dann fehlt das halt noch. Nehmen wir jetzt mal sie. Auf der rechten Seite sind 2 elektrische Schaltkästen oder sowas. Okay, elektrische Schaltkästen. Gucken wir mal kurz. Auf der rechten Seite sind 2 Schaltkästen. Ja.
Okay. Auf der rechten Seite ist ein Schaltkasten. Das ist bei beiden so, ne? Ja, ist bei beiden so. Auf der linken Seite. Das sind zwei Leitern auf der linken Seite des Tunnels. Auf der linken Seite zwei und der Gehparallel. Der Tunnel verläuft gerade und knickt dann rechts ab. Okay. Also, zwei von den Leitungen und. Ja, also. Die sehen genau gleich aus! Nein. Ach so, warte mal, das Rohr ist bitte. Der linken Wand entlang verläuft ein großes gelbes Rohr. Weiter hinten kreuzt es dann die Decke. Also, es kreuzt die Decke, warte mal. Ja, also tatsächlich sind die alle gleich. Karten, hä? Es kreuzt die Decke, hat sie gesagt. Okay. Auf der rechten Seite ist eine Leiter. Ganz hinten an der Wand auch. Also auf der rechten Seite ist eine Leiter. Auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite ist eine Leiter. Ganz hinten auch. Ist bei... Okay, ah. Der ist es. Ich werde die hier jetzt streichen. Okay, ich hoffe, Sie haben recht. Ja, da ist... Ich habe recht. So, dann wollen wir nochmal ein bisschen bei Harding. Was haben wir denn noch so? An der linken Wand entlang verläuft ein großes gelbes Rohr. Weiter hinten kreuzt es dann die Decke. Also, warte mal. Überstehen. Auf der linken Seite verlaufen wir. Ja, mhm. Das kreuzt die Decke. Okay, alles klar. Okay, und dann. Der Gang scheint rechtwinklig auf einen anderen zu stoßen. Rechtwinklig? Am Ende des Gangs sind irgendwelche Wasserspeicher. Okay, also warte mal. Rechtwinklig. Also, er verläuft rechtwinklig, der Gang. Das ist noch beides. Warte mal, wegen Unterschied bei den Rohren? Nö, tatsächlich nicht. Hey, die beiden sind noch gleich. Wir könnten hier sein. Die sehen alle irgendwie gleich aus. Ja, das sind meine Worte. Warte mal. Die hier scheint einen Versuch wert. Wenn Sie meinen. Okay, warte mal. Ich will noch mal kurz gucken bei Jerry. Ja, also es ist tatsächlich eine Leiter. Ende des Gangs sind irgendwelche Wasserspeicher. Warte mal, ist da keine Leiter? Doch, da ist nur eine Leiter. Der Gang scheint rechtwinklig auf einen anderen zu stoßen. Ja. Ich sehe aber eine Leiter, oder nicht? Ja, okay. Ja, das, dann muss es doch das jetzt so sein, wie es ist. Also, die sind doch alle identisch. Und wenn nicht, dann sind sie also einer von beiden. Die beiden sind doch gleich. Rechtwinklig. Ah, nee, warte. Ich muss mir mal kurz den sein nochmal anfangen. Da ist eine Leiter am Ende des Ganges. Ah, okay, also warte mal, es ist klar. X ist es nicht. Ich glaube nicht, dass es die ist. Wie Mann. Können Sie sie auseinanderhalten? Ja, das war auch echt. Hey, alle mal zuhören. Ich glaube, ich hab's. Sind Sie sicher? Ja? Ganz sicher. Okay, gut. Da müssen wir sein. Die einzige Kreuzung, die genau unserer Umgebung entspricht. Okay, wir sind hier. Wir sind hier, doch ich bin fort. Und damit sagen, das war's mit diesem Part von Jurassic. War ich mal Park oder Park? Das war's mit dem Part von Jurassic Park The Game. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Habt noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Haut rein und.
Tschüss. Viel zu viel Zeit.